Herzlich willkommen bei Dr. Dobler Optimierung. Mein Name ist Markus Dobler. Bei mir im Coaching sitzen immer wieder Führungskräfte, die über gut oder schlecht diskutieren. Das heißt, alle möchten gerne eine gute Führungskraft sein. Ja, das Problem ist nur, wenn ich dann frage, was ist denn eine gute Führungskraft? Also bist du eine gute Führungskraft? Sind Sie eine gute Führungskraft? Ja, das müssen andere beurteilen. Das heißt, gut, und das ist das Hauptproblem, gut und schlecht ist immer sehr individuell und willkürlich festgelegt. Was also eine gute Führungskraft ist, eine schlechte ist, da gibt es ja zahlreiche Vorträge von Hunderten von Experten, die sich berufen fühlen, das zu proklamieren, was gut und schlecht ist. Und das erzeugt Druck. Ja, meine Klienten, Coaches, kommen und haben Druck, weil sie gerne gut sein möchten, aber gar nicht wissen, woran sie es eigentlich festmachen können. Das Gut. Ja, wann bin ich denn gut? Und wenn ich dann frage, bist du gut, bist du schlecht, heißt das ja ein bisschen andere beurteilen. Und genau das ist das Problem. Andere beurteilen immer wieder, was gut oder schlecht ist. Und die Frage ist, was könnte man tun, damit man selber beurteilen kann, damit man wegkommt von dieser Beurteilung von anderen? Und ich hätte da eine Idee. Die Idee lautet, folgt und beginnt mit der Frage, wozu führen wir eigentlich? Und führen tun wir mit der Maßgabe, Rendite zu erreichen mit Hilfe von Mitarbeitern. Also jedes Unternehmen, wirtschaftlich geführt, muss irgendwie Rendite erreichen. Leider mittlerweile sogar Krankenhäuser, was für mich ein Gräuel ist. Ne? Aber müssen wir Rendite erreichen mit Hilfe von Zwischenzielen. Und diese Zwischenziele werden meistens vom Management vorgegeben. Die sollten ziellogisch sein. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie vom Management. Und Führungskräfte müssen also dafür sorgen, mit Hilfe von Mitarbeitern das Ziel zu erreichen. Die Zwischenschritte. Ja, wenn Scheiße passiert ist im Unternehmen, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder, dass die richtige Entscheidung wurde nicht oder falsch umgesetzt, müssen Führungskräfte versagen, oder die falsche Entscheidung vom Management wurde einmal richtig schnell und gut umgesetzt. Gute Leistung der Führungskraft, aber Versagen des Managements. So, und wenn wir uns einmal lösen von gut und schlecht und hingehen und sagen, was ist denn, hast du das als Führungskraft erreicht, ja oder nein? Ist es dir gelungen als Führungskraft, genau die Mitarbeiter dazu zu bringen, die Ziele umzusetzen, ja oder nein? Sie nicht zu demotivieren, sie zu fördern und zu fordern und all das zu bündeln zu einer Leistung, damit das Ziel erreicht wurde, dann bist du letztlich erfolgreich. Und wenn wir Erfolg nehmen statt gut oder schlecht, haben wir den ganz großen Vorteil, dass Erfolg ganz klar definiert ist. Es gibt ein klares Ziel, es muss messbar sein, das ist die Bedingung. Und dann kann man sehen, hat man erreicht oder nicht erreicht. Das ist wie im Fußball. Ja? Hat man gewonnen oder hat man nicht gewonnen oder unentschieden. Das ist messbar. Und durch die Messbarkeit erst wird Druck weggenommen. Und das erlebe ich immer wieder in meinen letzten 7000 Coachingstunden. Erlebe ich immer wieder, dass Klienten hinterher vollkommen erleichtert sind, wenn wir uns einmal darauf geeinigt haben, Erfolg bzw. gut und schlecht durch Erfolg zu ersetzen. In diesem Sinne ist mir auch klar, dass jetzt natürlich viele Diskussionen losgehen, ob gut oder schlecht, weil das gibt natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Weiter kommen wir im Leben immer nur durch den Dissens und insofern freue ich mich auf rege Diskussionen.